erstatten bei Logan. Ist er da? Da ist Lieutenant Derek Fenris, da ist Tekkady oder Tekkaray, Groban. Dann sag ich mal Hallo. Und da ist auch die Anise. Gut. Ted will das Vorhut-Hospital und das Waisenhaus vom Herz der Königin niederbrennen. Dieser Abschaum. Zwei Ziele werden uns über alle Maßen beanspruchen. Wir müssen uns aufteilen, um beide Orte abzudecken. Ich werde die Verteidigung des einen übernehmen. Lieutenant Francis wird den anderen decken. Welchen wollt ihr? Waisenhaus oder... Ich nehme das Waisenhaus. Klar, Kinder. Dann kommt ihr mit mir. Gute Arbeit übrigens. Wenn ihr eine Seraphin wärt, würde ich euch befördern. Wir würden auch ganz andere Sachen machen wollen mit mir. Aber darf er nicht. Okay. In die Höhle des Löwen abgeschlossen. Ringpanzerbeinlinge. Sehr stark. Ich krieg wieder neue Sachen. Präzision, Vitalität oder Kraft. Was nehmen wir diesmal? Mal ein bisschen heftiger zuhauen können wir auch, ne? Also, Glückwunsch an mich selbst. Glückwunsch an mich selbst. Okay. Wir sind Level 6. Ordentlich Level 6 geworden jetzt. Und jetzt gehe ich mal rein. Und ziehe mir die auch mal gleich an. Schuppenbeinplatten. Vorher habe ich irgendwie so ein blödes Ding gehabt. Ja, ich habe schon fast überall Bonus drauf. Auf den Sachen, außer auf meinen Schulterschutz noch nicht. Und der Helm ist auch nicht gerade der schönste. Aber gut. Wie fand ich das Ganze? Wir wollen natürlich auch Feedback üben, ganz klar. Und zwar... Spaß war gut, war mal eine Abwechslung, mal so ein bisschen sich zu verstecken etc. beziehungsweise eine andere Verkleidung anzulegen. Schwierigkeit, ordentlich, gerade wenn man noch Level 5 war. Die Madame hat mich ja da zweimal umgenietet. Geschichte, oh, war jetzt ein schöner Abschluss, dass man eben hier Bericht erstattet, finde ich gut. Und Charaktere, ja, eine ganze Menge kennengelernt, ne? Großstadt, Johnny etc. fand ich ganz okay. So. Dann geht's los. Indem wir uns, glaube ich, dort hinten anstellen. Sieht ja auch stark aus, ne? Heidewitz, sollen wir mal hier nochmal einen Screenshot machen, liebe Leutchen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde solche Momente... Wer weiß, wann wir mal wieder Glück haben und uns einloggen dürfen. Ein bisschen näher heran. Dann machen wir einmal ohne Interface. Und dann noch einen von Fraps. So... Dann haben wir ein paar schöne Bilder noch. Okay. Okay, kommen wir raus? Oder gehe ich so schneller? Wahrscheinlich so. Oder ist hier so die Hölle los? Dass hier gar nichts geht? Ja, dann laufe ich schon nicht. Oder die Server gerade aufgehangen? Wir schauen mal, ob wir reden können. Ja. Ich finde euch interessant. Nicht nur, weil Logan so große Stücke auf euch hetzt. Hält. Oh, Leute. Ihr habt einen ganz eigenen Stil. Wusstet ihr das? Meinen Dank, Gräfin. Ich hoffe, ich erweise mich als eures Lobes würdig. Oh, ich kann ja hier mit meinem Charisma wieder. Im Vergleich zu euch bin ich nichts, Herren. Was ich über Zwischenmenschliches weiß, lernte ich, indem ich die glänzende Klinge aus der Ferne beobachtete. Ja. Nun schmeichelt ihr mir aber. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ihr werdet es noch weit bringen. Sehr schön. Ich geh mal hier oben hin. Mal gucken, was hier ist. Ein bisschen erkunden. Okay. Gemächer. Oh. Der hat auch tolle Rüstung an. Hätte ich auch ganz gerne. Die Wachen, ne? Das sind alles Seraphen. Wow. Wahnsinn. Sogar... Die Decke hat eine eigene Textur. Ziemlich modrig, aber immerhin individuell. Wie sieht's hier aus? Alles sauber. An der Ecke ist auch klabim, klabim. So, und dann kommen wir hier wieder runter. Interessant. Ja, manche Türe und Tore werden wahrscheinlich erst im späteren Verlauf geöffnet werden, wenn man sich den nötigen Respekt verschafft hat. Oh, hier geht's ja aber in die Gemäuer ab. Wo komme ich denn hier hin? Ah, Gefängniswärter. Keenan. Martha, wer ist denn Martha? Hi.
Duena segne euch. Uff, was für ein Dreck. Man möchte meinen, hier drin hätten sie Zentauren gehalten. Gehört ihr zu den Gefangenen? Seht ihr nicht, dass ich mich hier in meinen Lebensunterhalt verdiene? Ich weigere mich auch, nur im selben Raum mit dem Abschaum zu sein, den sie hier reinschleppen. Okay. Martha. Und... okay. Aber cool, das ist auch so kleine... ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin extrem positiv überrascht über das Spiel. Noch mehr, als meine Erwartungen waren. Insbesondere allein Götterfels wird mich Stunden über Stunden fesseln, die Stadt zu erkunden und die einzelnen Charaktere, die eben dort vorhanden sind, zu ergründen und zu erforschen. Und das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Laune. Probieren wir es nochmal. Ja. Lass mich raus. Lass mich nicht raus. Dann hilft nur ein kleines Päuslein. Und ich logge nochmal neu ein. Oder komme ich so raus? Hä? Oh? Ja, geht doch. Na also. Warum nicht gleich so, ne? So, da drüben geht unsere Story weiter. Ich sehe schon das grüne Zeichen auf der Karte, wo es abwärts geht. Und da müssen wir uns mal schnellstmöglich hinbewegen, damit wir eben den Brand im Waisenhaus oder die bevorstehende Explosion abwenden können. Und zwar geht's hier herunter. Fresst meinen Staub! Was? Fress meinen Staub? Alles klar. Okay, dann müssen wir wieder da rein. Dieses Viertel ist wahrscheinlich so abgetrennt dafür, für eben diesen instanzierten Bereich. Sehr cool. Ja. Oh, Stufe 8. Oh, Stufe 8 ist dann wohl ein bisschen heftig. Ich bin jetzt gerade mal kurz vor 7. Ansonsten wird das wieder so ein ewiges Hin und Her. Ich glaube, wir machen mal an der Stelle ein bisschen noch vor Königenthal weiter. Und ergründen noch mal so ein paar Positionen. Hier zum Beispiel habe ich irgendwo was gesehen. Ich glaube, wo war denn diese? War doch ein Haus mit einer Treppe drin? Oder sollen wir uns hier hin bewegen? Stufe 6, ja, das passt doch ganz gut, oder? Hier können wir ja hingehen. Da drüben ist der Bettlerhort. Ja, hier drüben habe ich also ziemlich alles fertig. Ich kann auch hier... Duena segne euch. Helft dem Fischer Travis. Ja, ziemlich, glaube ich, bin ich hier richtig. Die Festung von Shamor helfen. Und dann geht's hier hin. Und hier bekomme ich wieder einen Fertigkeitspunkt. Okay, wir gehen dahin. Auf geht's. Na los. Lass mich reisen. So. Und da sind wir auch schon. Okay, dann schauen wir mal, was er uns anzubieten hat. Seraphin Didra. Irgendwas zu melden? Bei Balthasars Hunden. Diese Zentauren kennen keinen Pardon. Wenn sie uns nicht gerade von unserem Land vertreiben, morden sie unsere Freunde und Verwandten. Und sie geben keinen Moment Ruhe. Nicht solange ich hier bin. Sagt mir, was ich tun kann. Oberster Punkt auf der Liste. Tötet jeden Zentauren, den ihr seht. Schenke euch Kraft. Danach helft ihr unseren Soldaten auf dem Feld, zerstört die Ausrüstung der Zentauren und beschützt die Garnison. Das müsste genügen. Na, dann mal los, würde ich sagen. Wo haben wir denn die Zentauren? Ich nehme mal an, wir müssen hier hin, oder? Ja, nehme ich an, klar. Ah, da hinten sehe ich schon welche. Level 6 sind die, okay. Ich bin gerade Level 7. Auch Level 6. Kurz vor 7. Naja, kurz. Geht aber eigentlich recht schnell, wenn man mal Gas gibt. So. Da drüben sehe ich einen. Den hole ich mir mal gleich. Ich brauche unbedingt wieder ein Schwert, liebe Leutchen. Mit der Streitkolben gefällt mir gar nicht. Alarm! Na, komm her. Okay, ich kann ihn sogar benommen machen. Sehr cool. Mächtiges Schwert. Es ist unglaublich, oder?
Also kann man so viel Glück haben. Ich sag's eben noch. Wahnsinn, ausrüsten. Ja, na klar. Dann können wir wieder springen. Super. Weil das hat mir nicht gefallen. Also wie bestellt, ne? Wie bestellt. Ich sag, ich hätte ganz gerne ein Schwert und zack, krieg ich eins. So, ich muss auch lassen, dass die mich jetzt hier nicht an zwei Seiten beangeln. Bin da schon viel geübter mit dem Schwert. So. Ich hoffe, von der Seite ist noch einer irgendwo. So. Den Huf nehmen wir mit. Knochenteufel. Drängt die Zentauren zurück und sichert das übrige Ackerland. Kein Problem. Ach, ist mir auch. Ach. Vorratswagen kaputt machen. Warum nicht? Auch nochmal 12 XP gekriegt. Oh, hier kann ich heilen. Und aufstehen bitte. So geht das. Holzschwert. Was soll ich damit? Was ein Quatsch. Holzschwert, okay, so. Komm her hier, Freundchen, komm her hier. Okay. Da oben ist der nächste. Den packen wir auch gleich mal. So, wer ist er? Ich bin eingefahren hier ordentlich. Okay. Ja. Achso, helft Hilfsarbeiter Cardi und den Holzarbeitern der Sion-Säge oder Orion-Sägemühle, aber das ist auch schon Level 8. Fress meinen Staub! Wir sind ein bisschen zu weit. Wir wollen ja erst hier die Jungs hier erledigen. Ja, und machen wir auch. Kreuz und Pferd hinter nichts. So. Mal heilen. Ich hier gleich eingefahren. Verteidigt Bartol auf seinem Weg zur alten Waffenkammer. Wo ist Barthold? Boah, was hier los ist. Okay. Wo ist Barthold? Okay, wir looten nochmal fix. Alles klar, das ist richtig, hier geht richtig die Post ab, weil jetzt auch sehr viele Spieler hier sind. Ist hier richtig Alarm. Das ist er? Ah. Da sieht man ihn gleich. Ach du Heilige, jetzt kommen die Zentauren. Machen wir den Wagen kaputt und greifen die später ein. Ich hoffe mal nicht.